Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge The Red Dead Redemption. Ich bin schon mal überlegen, ob ich nicht vorher schon mal mich so einlogge, wenn die Anmod mache, weil der Ladebildschirm dauert ja doch recht lange, muss ich sagen. Das ist bei anderen Spielen deutlich schneller, obwohl das Ding hier schon auf einer M.2 SSD-Festplatte installiert ist, aber das Spiel unterstützt das wahrscheinlich nicht. Also diese schnellen Ladezeiten. Von wegen hier 6 GB die Sekunde. Ne? So schnell ist die Festplatte. Unterstützt das wahrscheinlich nicht. Sieht man das eigentlich rechts oben in der Ecke, dass Sand ja online gekommen ist? So, op. Kommt jetzt jedes Mal der Scheiß? Ist das, weil ich selber speichere oder woran liegt's? Morning, Arthur. Oh, guten Morgen. Wo willst du nur hin? Machst du dich frisch? Siehst du so scheiße aus? Oh, wir haben unsere eigenen Hühner. Hallo. Good morning. Woran sehe ich noch mal, wie viel hier das Zeug alles hat? Muss ich zur Kasse rennen oder zu irgendeinem Stand oder sowas? Zu irgendeinem Stand muss ich mal. Ich bin schon wieder bei Rot. Die waren doch vorhin noch bei Weiß. Aber was fressen die denn hier weg? Good morning, Arthur. Hört ab. Sind wir hier nur am Wegessen? Okay, was machen wir heute schön? Wir haben so einige Sachen. Irgendwas mit D haben wir, irgendwas mit H und irgendwas mit LS. Und hier unten haben wir ja auch noch ein SRS und ganz unten haben wir auch noch was, ein JE. Wo ist denn da? Fort Wallace. Warum ist denn das rot? Index. Quatsch von der Linde. Medizinische Vorräte, Munition, Postkutsche. Saloons. Hat die Stadt eigentlich zwei Saloons? Kurz gucken gehen, was kann ich denn hier spenden? Kann ich denn hier überhaupt schon was spenden? Immer wenn ich hier so rangehe, muss das erstmal bauen, oder? Wo ich irgendwas machen kann. Hier. Feuerholz hacken? Das geht. Da wie Skyrim. Ist das jetzt nur so ein Zeitvertreib oder muss man. Oder macht man jetzt hier wirklich irgendwie produktive Arbeit? Auch noch eine Bürste für mein Pferd, fällt mir gerade auf. Weiß noch nicht, wann ich das krieg. Ja, was ist denn hier, Arthur? Geht doch. Wird sie überhaupt leer? Ja, Holz wird leer, sehr schön. Sieht sehr feucht aus, muss ich sagen, das Holz. Das sieht wirklich sehr feucht aus. Das Ehre- und Charakterwerte verbessern, indem du alltägliche Aufgaben ladest. Die Bande wird deine Hilfe anerkennen. Charakter verbessern.
Woran sehe ich denn, wo ich was machen kann? Dieser schwarze kleine Punkt, oder was? Okay, was ist mit der Munition? Was kann ich da machen? Mr. Morgan. What do you think of this place, Susan? An improvement on the last, that's for sure. Well, that ain't too hard. So halb knapp drum, Leute. Morning, Arthur. You okay, Abigail? Settling in. Wird nicht die Frau, die wir gerettet haben? Oh, hier haben wir auch ein Buch. Wie bald. Hey, Arthur. Bring das Heu. Unterstelle. Das ist auch so ein Feel-Good-Spiel, oder? A Feel-Good. Du. Mit dem Sack. Los, Arthur. Renn! Da, wo es nicht glatt ist, kannst du rennen. Let's go. Na, dann sag Salz. Second Day Brand Maize. Was ist denn damit? Oh, was rotet, schwarzet. Hey, Arthur. Und sag. Wo willst du denn hin, Arthur? Der liegt doch da. Hä? Was, der wollte einen Sack haben. Sieht so wie mein Futterding so. Kannst deinen Weggefährten auch ansprechen. Ja, habe ich schon gemacht. Ja, bitte begrüßen und so, ja. Aber mehr passiert auch nicht. Ich habe hier viele Pferde. Die muss ich auch noch kaufen. Ja, bei der Moni kann ich nichts hinlegen, ne? Bei der Medizin kann ich nichts hinlegen. Entweder stehe ich am falschen Platz oder so. Alle nur am Saufen, wa? Okay. Sonst hier rein. Nur die Fotografie untersuchen. Und vielleicht später. Kommt vielleicht später. Punkt. Hey, Arthur.
Wir werden schon fertig. Was ist denn jetzt? Eimer. Wie soll ich nass spritzen? Füll den Wascheimer. Really? Aber der ist doch noch voll. Machen die aber auch mal was oder bin ich hier der Einzige, der irgendwas macht? Ja, immerhin packen so ein bisschen Geld rein, ne? Ja, auch schon mal was lootet. Ausschütten. Feel like one big party. How wrong I was. It's not all so bad. Jetzt vom Sinn. Muni fehlt, aber bei der Muni kann ich nichts machen. Hm? Na, wie gesagt, vielleicht später. Hey, get up. What do you want? Entschärfen? Ah, it's none. I'm going back to sleep. Die war am Schlafen? Okay. Sah so wach aus. Dachte die Faulen. Jose, ja. Was los? Auf die Jagd gehen. Jose? You wanna go hunting? What are you hunting? An elephant? I wish. No. I saw a huge bear. Oh, geil. One of the biggest I ever saw. I reckon nearly 1,000 pounds. My God. But you need me to come with you. Of course. Let's go. Where are we heading exactly? Up near the Dakota River. Might take a day or two. I could do with a break from this place. Oh, me too. It's been a rough couple of weeks. You need anything? I don't think so. I got all I need. Let's go then. So you still ain't replaced Boadicea? Nah, I miss her. She was quite a horse. This one's okay, but ain't no Boadicea. I've been meaning to offload this big Shire horse for a while now, unruly bastard. Where'd you get him? Some big, loudmouth bastard tried to rob me, was out riding, so I... Well, you know how it is. I see. Let's take him to Valentine. It's on the way, sort of. There's a decent dealer there. We'll unload him, you could buy yourself a new horse. Put your saddle on him, let's get going. Okay, but I do kind of like this horse. There's nothing wrong with two horses, and the stables always have the best ones. Well, I guess you're right. This is gonna be fun, Arthur. You won't throw me? No, he's an angel, if I'm near him. Nasty little look in his eyes. Oh, don't be rude about this magnificent creature. Okay, see if you can get your leg over that brute. Guck mal, der ist größer als ich, ey. Ohne Treppe, um da hochzukommen. There, boy. Ja. Mal untersuchen. Pendium. Mahagoni Brauner. Windigkeit, Beschleunigung. Ich werde wahrscheinlich so meinen arabischen holen, oder? Hohlrappe. Schwerfällig. Glaube ich, ja. Schwerfällig ist. Was ist das hier für ein Schimmel? Nicht. Was tut, Junge? Yeah, okay, boy.
Asyl hier hinten? Okay. Okay, boy. Easy, big feller. All right, let's head into town. No bar fights, please. I heard about that. I'll do my best. We're heading out. Might be gone a couple of days. Was soll denn das jetzt heißen? Ich war da ja nicht schuld. A horse tack at the Valentine stables. Some beautiful saddles. I used to have a real nice one. Yeah, what happened to that? Got stolen outside that saloon in Deer Creek. Ah, I remember now. Just about. I remember now. A long day. Yes. Remember? Mac went crazy, threatened to kill the whole town. And Davey was passed out so cold we left him there. Came back in the next day and he woke up, started right back drinking again. I miss those boys. Jenny, too. She had some spot, that girl. It must be pretty hard on Lenny. You could tell he was sweet on her. Well, Lenny and Jenny could never have worked. That's like Arthur and Martha, or Bill and Phil. Yeah, maybe you're right. Does feel a bit like our luck died with them, too. Nonsense. We'll be all right. Just need some money to get back on our feet. I hope so. You found a way to offload those Cornwall bonds yet? Not yet. They're still very hot. Need to be done right. I have a couple of leads I'm looking into. Muss man bei meinem Online-Charakter noch mal gucken, was ich da für Waffen hatte. Don't let that big bastard get the better of you there, Arthur. He's all right. Yeah, good boy. Yeah, okay, boy. You're all right, boy. Stables are just up ahead. All right. Go sell that big brute and buy yourself a horse. Okay. I'm going off to the general store. Get a few things to lure that bear out with. Meet you back here in a bit. Hey, how can I help you? I'm in the market for a new horse. Something strong and fast. Yeah, well, you're in the right place. I got some beauties in at the moment. Yeah. And what about this one here? Yeah, you looking to sell? I sure you. You got papers? No. No papers. Well, of course, that's gonna affect what I can pay. But your luck's in. I got a fella who's been looking for a decent workhorse like this for a while. He'll pay a good price. Otherwise, I can always stable him here for you. Here, take a look. Für 65 Hessen Stallen in Einlagern. Zugpferd. Ich brauche kein Zugpferd. Kaufen. So, was haben wir denn hier? Wendigkeit, Standard. Pferd kaufen für $15. Wow. Gut. Die hat schon ein bisschen mehr, oder? Renntauglich. Mein Pferd. Irgendwelche Vorschläge? Also ich wäre ja für Sarah. Ah ne, wie war das? So, ne? Sarah. Moment mal. Ach, guck mal, ist sogar weiblich. Also wir haben ein weibliches Pferd. Ja, dann passt es ja. Nett.
Wir haben ein weibliches Pferd. Willst du wirklich, dass ich das Sarah nenne, oder was? Wir können auch einen anderen Namen nehmen, ne? Ich merke gerade, wie meine Kopfschmerzen wieder stärker werden. Hat Sarah am Ende der Mist Ending? Was ist denn hier? Cursor links, Cursor rechts? Ja, Kopf ist immer kacke. Aber es war jetzt gerade eher darauf bezogen auf dieses Fernanda. Steffi, ich geb dir gleich Steffi Sepp. Was jetzt denn von einer Woche Timeout? Klingt das gut? Nee, muss auch ein Name sein, den ich auch aussprechen kann. Ich werde das Pferd wahrscheinlich sowieso die ganze Zeit Pferd nennen. Nee. Wie viele Dinger können wir noch machen hier so? 1, 2, 3. Okay, wie viel sind das? 3, 6, 9, 12, 16. Ja, okay. Also. Ein 16-Bit-Name, bitte. Das heißt 16 Zeichen. Das ist sehr großzügig gewesen, wa? Waren sehr großzügig mit 16 Zeichen. Hätten wir uns ja auch nur 8 geben können. Aber ist doch männlich, Sepp. Na gut, komm, dann machen wir Fernanda. Okay. Umschalten. Wer ohne D, ne? Ja, später kommt das D. Fernanda. Chantalle? Pferdezubehör und Dienste. Ausrüstung. Aussehen, Pferdeleistungen. Pferdepflegepaket. Fügt alle Pferdekerne auf und vergoldet sie. Pferd umbenennen. Das können wir jederzeit umbenennen, ist ja praktisch. Aussehen, Mähne, Schweif, natürlich kurz. Ist ja auch schon wieder extra. Ausrüstung. Bitte. Satteltasche. 40. Steigbügel. Oh, da gab es aber Bonis, ne? Sieht echt am bescheuertsten aus, ne? Die Dinger hier. Am besten.
Hörner. Juckt. Den juckt's. Pferdedecke. Den juckt's. Schlafdecken. Deswegen in Farben oder was? Ja, mach doch noch mehr Farben, Junge. Hast du auch noch Farben? Aber was hältst du denn jetzt verbesserte? Was ist denn jetzt verbessert? Habt ihr mehr Platz? Verbessert er. Schon wieder. Ja, irgendwann werden wir uns mal einen kaufen. Aber jetzt erstmal nicht. Die Steigbügel sind auf jeden Fall ein Muss. 50% ist halt 50%, das ist jetzt halt nicht. Und die kosten auch nicht teuer. 30. Die Rookies. Das ist geil. Ach doch, noch mehr Farben, Junge. Meine Fresse. Oh, alles weg. Hier Paket. Was ist denn mit dieser Pferdeversicherung? Oh je, yeah, was da. Möhren. Aber kann ich die nicht auch. Kann ich irgendwas mit finden? Wir konnten auch Sachen finden. Aber ich kaufe mal ein bisschen Heu. Und dann brauche ich noch so einen Pferdeerwecker, ne? Er weckt ein schwer verletztes Pferd wieder zum Leben und stellt etwas von seiner Gesundheit wieder her. War doch nicht, um das wieder zu beleben, ne? Einkaufen wir mal davon. Alright, Partner. You got yourself a deal. And a fine new horse. I hope so. Well, I don't sell. Es ist schon wieder nachts draußen. Da bin ich. You have my word on that. Wow. Morgens hin, abends raus. Here are your papers. And I mean, a new grooming brush. And some treats. Appreciate it. Yeah. All right, you. You treat this fellow well. I know he's gonna look after you just fine. Wenn ein Pferd von dir in der Story stirbt, dann ist das tot und brauchst ein neues. Okay. Solange ich den Sattel nochmal holen kann. Let's go, girl. Alright, let's get going. We got quite a ride. Wie kann ich jetzt das Pferd hier streichen? War das nicht hier irgendwie? Oh, Striegen. Ich hab sogar eine Möhre bekommen, geil. So, was ist das Lake, we're heading for? It's called O'Cray's Run. Up in the mountains, east of Cumberland Falls. I just hope I can remember how to get there. Back into the mountains. Sure didn't figure on that.
But this time, we're doing the chasing. So how are things with you and John? Fine. Ain't it about time you let it go now? Die Lampe für das Pferd. He ditched us for a goddamn year. I've spoken to him many times. He knows he did wrong. He just wants to put it behind him. I'm sure he does. Running off on that kid is one thing, but there's code. He knows that. He ain't Trelawney. Dutch and you pretty much raised him. I know. But it's done. Has been for a while now. Nobody else would have been welcomed back that easy after that long. And you know it. Maybe. But please don't you put that to the test. I never would. Wie häufig stirbt denn so ein Pferd in einem Story-Modus? Werd mir wahrscheinlich sowieso irgendwann den Araber holen, weil der ist, glaube ich, das schnellste Pferd, oder? Okay, I think we need to head right up here. Yes, I remember this place. Moonstone Pond. We're going the right way. Und um welche Spiele an? Bei mir waren es in allen Durchgängen 2. Ach, du Scheiße, okay. So schlimm, ja. That's the lake there. Good. We made it. Let's loop around the other side. Wenn es sinken mit der Zeit, füttere dein Pferd, um die Gerne aufzuwenden, wie gedrückt. Der sieht doch noch gut aus, oder nicht? Ach, guck mal, noch mehr als genug. It's okay, girl. Bad girl. Sieht ja noch gut aus. Ein bisschen können wir noch, wie sagt man, noch ein bisschen brauchen, bevor wir ihr was zu essen geben. Soll ja auch nicht fett werden, ne? Stimmt, das gab es ja auch, wa? Wenn man so ein bisschen fett ist, auf schnelle Ausdauer verbraucht und so was alles, ne? War aber, glaube ich, dann stärker beim Boxkampf. Look there. Rabbits. Maybe we should catch one to cook. Finde ich gut, die Idee. Sure. Try and shoot one. You don't want to use anything too powerful on a small animal like this. You got one. Jede Hase, null Sterne oder was? Hat ja gar nichts. Alles gut. Alles gut. Okay, girl. All right, girl. It's getting late. We should camp here. Sure. It's getting late, sagt er. Alan, you get us set up. Alter, wie gesagt, Achso, okay. Campfire kostet ja nichts. Famished. Cook that rabbit then. They're delicious on an open fire like this. Fine by me. Oh, da muss man ja wieder aufpassen, ne? Dass man nicht zu lange brät und so. Da war doch irgendwie so das perfekte. Drücke X, um dir das Crafting-Menü anzusehen. Go on.
Kleinwildfleisch. Oh, 6 Stück. Oh ja, da muss. Nicht. Alle Anzeigen. Achso, nee. Nur die, die wir machen können. Och. Essen? Ja. No, I'm fine. I don't like eating this late. Okay. After all that. Gegenstand Lager am Gesicht hat anhört. Einmal machen. Get some rest. I want to be up at first light to find this monster. What did it? He better be worth all this drama. Morning, Arthur. You ready? Well, oh, give me a minute. Coffee? Yep. Sure. There you go. So, what's your plan? Well, we'll see if we can track him, but we might need to lay bait to draw him out. Bears like fish, obviously, but they also have a sweet tooth. A lot of fellas bait, then shoot from the trees, but I prefer to hunt on the ground. More dangerous, but we'll have a much better chance of getting a good shot in. And if he bolts, we can start right off after him. Can you mix up this bait for me while I finish packing this up? Fish, berries. I'll tie it up in that rag when you're done. I hope you know what you're talking about. I grew up in the mountains, Arthur. I was virtually weaned on... Knorbliges Fischfilet und Brombeere. Starker Raubtierköder. Meat. Okay, I think I got this done. Good. Pack up and we'll get going. Halte mich gedrückt, um dein Lager abzubrechen. Ja, okay. Okay. Let's go. Na, wie war die Nacht? Yeah. Gut überstanden? Sehr gut. Schön, schön. We'll try our luck down by the water. That's where I saw him last. Okay. How's that horse treating you? So far, so good. You know, I was in this area with Bessie years ago. Really? Bessie? I didn't know that. I imagine you still miss her. Every day. Did you two ever think about getting out of the life? Yeah, we did briefly. You don't remember? Guess you were still young. Didn't last long. I drifted back into it. She understood. She knew what I was. I remember you not being around for a while, but well, things were looser back then. Truth is, there's never really any getting out. That's an house. Staying in, it's hard. You know that. But Bessie and I made it work. Why? You thinking about getting out? Me? No, of course not. Listen, if Dutch's grand plans work, and we can make enough money to go someplace new, really new, maybe we can all have a new start.
Anyway, for now, let's try and chase ourselves a bear, shall we? Let's look by the water here, see if he's been fishing again recently. Mal so erkennen. Look for tracks, dung, bones, any sign of him. Untersuchen. Well, there's some paw marks here, Jose. They sure look big enough. Good. Let's hope it's him. Can you tell which way he went? Lass mal riechen. This way. The tracks go into those trees. Wieder auf dem Baum? Irgendwas. Ich? Wo ist denn die Fährte? Kann man hier die Tasten umbelegen? Ja, oder? Fish. Half-eaten fish here. Must have been left by our friend, I reckon. Come on, see if there's anything else. Ja, da hinten ist noch. What is it? Eine Scheiße. Something else on the ground, just here. I'll take a look then. There she here. Watch your step. Looks real Bärenkacke. Reckon he's gotta be close. Let's keep going. Hey, meine Schrotflinte mit? Was sind eigentlich meine anderen Waffen? Wo endet hier? Damn it. Looks like the trail ends here. We lost him? For now. A little optimism, Arthur. Well, what do you think? I think we split up in each look. Either that or we could place bait here. That could work. Which do you think? Let's bait here. Fine by me. Let's leave the bag over there. By those boulders up ahead, looks like a good spot for it. Ich hab glaube ich schon wieder ein Elch gehört. Now we wait. Ist alles? Ein bisschen da unten? Okay, ich warte. Ich habe halt nur eine Sprungflinte. Ne? Thousand pounds, you say? More or less. Big scar down his face. Hey, did that bait look okay to you? I think so. You're the expert. Ready with your gun there? I'm good. You okay? You seem nervous. So do you. I'm fine. Fast drei Schwänchen. Sure.
We only just said it, Jose. I know, but we need to do this right. Wir haben ihn doch gerade erst hingelegt. Hatten wir keine Geduld. Give me a hand here. Got your knife? Shit. Easy. No, it's too close. Keine Ahnung, was der Spieler von mir will. Let's just take a look at that bait. Soll ich da irgendwas klicken oder so? Come on. We only just said it, Jose. I know, but we need to do this right. Welche Taste muss ich drücken, damit er diese X da markiert? Give me a hand here. Ich hab Dead Eye nie benutzt. Shit. Beim Online-Spiel. Easy. No, it's too close. Was soll ich denn jetzt drücken? Ist alles? Let's just take a look at that bait. Sure. Come on. We only just said it, Jose. I know, but we need to do this right. Give me a hand here. Got your knife? Na, mehrmals drücken oder nicht? Easy. No, it's too close. Arthur. Was ist los? So. You're fine, old man. Of course I'm fine. It's nothing. Nothing at all. Thank you. I think. That was fun. You know what, Arthur Morgan? I'm a little old and beaten up to be after the biggest game. You can have this. What is it? It's a map. A man in a bar gave it to me. Well, I stole it from him, but that's another story. He said it told him where to find some real big animals. Thank you. It's a pleasure. You saved my life, Arthur. I think I'm going back to camp to lick my wounds. You coming, or you gonna track that monster? Well, you coming or not? I'm gonna stick around here for a while. I'll see you back at camp. Yep. Ja, nicht so weit weg sein, oder? Muss ich das ja eigentlich jedes Mal wieder neu einstellen, ey. Ja. Warum hat denn der keine Spur hinterlassen? Super nervig, jo. Jo. Ich wusste halt nicht, welche Taste ich drücken soll. Hat mir ja auch das Spiel gerade gar nicht gesagt. Ne? Hätte ja sein können, dass ich hier LB drücken soll. Befolgen. Und?
Unbekanntes Tier. Oder wo ist denn der hin? Bin ich hier despawned oder was? Ja, dachte ich mir schon. Dachte ich mir. Okay. Hätte ja fast geklappt, Spiel. Aber nur fast. Hier, ja. Ja, der ist ja hier letztens lang gerannt, aber man findet ja auch nichts mehr von ihm. Auch sein Track, gar nichts. Der ist einfach so verschwunden. Na gut, der scheint erstmal weg zu sein. Stattdessen werden wir erstmal wieder zurückreiten, glaube ich. Jetzt bin ich am Arsch der Welt. Bin ich hierher gebrottet? What the fuck? Ich werde mal gucken, ob wir hier mal wieder so einen Hirsch und vielleicht noch ein paar Hasen oder sowas finden. Irgendwas, was wir jetzt essen können, wa? Da muss ich mal schauen, wie wir das mit der Medizin und mit der Munition machen und so. Wahrscheinlich muss das Lager erstmal ein bisschen aufgebaut werden. Ein Goldwäscher? Jetzt ein Zug. Der Zug war gerade da, aber nicht der aus Zurück in die Zukunft. I hope you ain't looking for gold, partner. I ain't seen so much as a fleck round here. Hey, give me some goddamn space here, will you? Ja, sehr gut. Wollte nur mit dir reden. Wollte nur fragen, ob er irgendwas von mir braucht oder so. Mal gleich so aggro sind, wa?
Und was ist es? Warum haben die alle keine eine Qualität? Oh, der ist perfekt. Nice. Perfekt, Leute. Yep. Müssen wir nur nach Hause kommen. Go, go. So, links und rechts kann ich auch noch was dran machen. Ne? Und Fälle so kann ich ja auch noch sammeln. Und bleibt doch mal stehen, Pferd, also wirklich. Oh, bleib stehen, danke. Komm ich da jetzt noch ran? Warte mal, der andere ist auch ersoffen, wa? Kann das sein? Das funktioniert so nicht. Ja, die sind weg. Na gut. Wir können ruhig noch ein bisschen Ausdauer hier verbrauchen. Los, let's go! These droppings are fresh. Okay, sure. Good luck. Das ist ja geil. Ja, ich lasse ihn schon irgendwo. Was ist da passiert? Dass ein Baum entwurzelt. Okay, girl. Ledermäuse? Was ist denn das denn hier? Eine Pflanze. Sammeln und untersuchen. Eine wilde Möhre, geil. Kostenloses Futter, Leute.
dieser Wert. Und hat, glaube ich, auch ganz gute Werte. Hier rein. Zu Arthur. Für ein Wehr. Steig doch mal rauf. Leider zu langsam, wa? Ja. Bei Raubtierköder, juhu! Hat keiner gesehen. Oder Bär? Hast du gesehen, dass ich den geplündert habe? Nee, ne? Okay. Kann ich mit dem Bär irgendwas machen? Häuten können wir den. Ja, machen wir mal. I know, girl. Just give me a second. Schön am Scheißen. Alter Schwede. Ach, das ist wieder so ein großes Paket, ne? Ja, wird sich irgendjemand freuen. Come on, girl. Das war ja so ein großes Paket. Ey, ich hab da hinten so ein schönes Bärenfell. Wenn du haben willst, nimm's ruhig mit, ne? Eine Tiere könnten wir noch machen. Ah, zwei Hasen, zwei Truthähne, irgendwas. Am liebsten eigentlich Hasen. Siege. Wo sind die jetzt hin? Ja, du hast ihn kommen lassen. Sicherheit. Da ist er. War ein Bock, wa? Hm. Soll ja die Steine hier runterrutschen. Easy, easy. Moin Moin Ratte, ein wunderschön. Gut gehört. Gut gehört. Gut gehört.
Na, Ritter, alles klar bei dir? Ich will es mal mit nachladen. Ja, ja, alright, alright. Holten. Chinesischer Ringfasan. Was ist denn mit dem Kadaver? Kann ich den noch mitnehmen? Anheften. So, wie machen wir den hier, Kollege? Ja, bei mir so, alles klar. Leichte Kopfschmerzen, aber es geht. Gibt Schlimmeres. Dich pappen wir auch noch hier ran. So, wo ist der hingeflogen? Irgendwo hier. Ringfasan. Was ganz anderes. Let's go. Ja, mal schauen. Auf jeden Fall was getrunken, was gegessen. Die Zeit wird es zeigen, sage ich mal, wa? Ja, 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 ist doch gut. Keine Ahnung, was du da machst und warum du da gerade so losrennst auf immer. Was schimmert deine Base? Und weg damit. Ja, ich brauche nur hier dieses kleine Kaliber, ne? Für Kleinwild und so. Okay. Sorry, girl. Verbundenheit gesteigert, sehr schön. Wir müssen sauber machen. Ich brauche nur so dieses Kleinkaliber, ne? Kleinwild. Müssen wir mal schauen, wo wir das herkriegen. Den Einladen habe ich jedenfalls nicht gesehen. Oder ich habe nicht richtig geguckt, das kann natürlich auch sein. Easy, easy. Denk daran, das tote Teaser. Ja, ja. Mal schon spielen. Erstmal hier schön. Hup. Den abgezogen. Achso, den Fell kann ich so einsacken. Ja, sehr gut. Ja, vielleicht kaufe ich das hier auch bei der Stadt, ne? Warte. Kannst du auch bei der Stadt verkaufen und dann noch mal was Neues holen, oder? Können wir ja auch machen. Icon 2 freigeschaltet. Hier innerhalb von 15 Sekunden mit dem Pferd über 3 Hindernisse. Das neue verstärkte Ausrüstung beim Trapper freigeschaltet. Okay. Woran sehe ich denn, wie weit das schon verwest ist? Hab ich das irgendwie gesehen? Zeit.
Time for you to get the hell out of here. An der Färbung. Ja, noch sieht's recht gut aus, oder? Das. Also mal die Kamera so, dass ich auch die Straße sehen kann. Noch hier. Das ist aber auch ein Weg, wo der mich hier abgeladen hat, ne? Ich bin am Arsch der Welt, hat er mich hier rausgelassen. Ja, den will ich. Nein, du bleibst hier, Kollege. Aufpassen hier. Oh, ich brauche jetzt was zu essen. Am besten irgendwas mit Energie. Wo was, wo nur Energie ist? Eher weniger, ne? Nimm uns mal Schokolade. Immer nebenbei am Essen. Guten Hunger. Ich hab Quarkbrötchen. Aka, meine Mama hat sie selbst eher platt gedrückt. Das ist gekochte Kartoffel. Ich sag Quatsch mit Quark. Rosinen und etwas Zitronen. Dazu gibt es einen Apfel-Aprikosenmus. Ja. Lass es dir schmecken. Guten Hunger. Weiß ja nicht, wie viel Fleisch der gibt. Der ist schon kleiner, oder? Ich glaube, der bringt schon mehr. Komm, den nehmen wir mit. Klingt auf jeden Fall sehr interessant. Außer die Rosinen, die kann man natürlich gerne weglassen. That should do it. Wo sind wir denn jetzt? Oh, wir sind schon fast da, nice. Wir sind schon fast da. Ja, wunderbar. Good evening, Arthur. Hi. Hey. Evening, Arthur. Hey. Really need you boys to get out there and hunt. Supplies are low. Geh doch selber jagen, Junge. So. Good. We really needed this. Can't have that pot go completely empty. Gibt er mir dafür die Kohle?
Komisch, wenn man mir dafür die Kohle gibt, wa? Good job, Arthur. Nee, die Gemeinde kriegt dann die Kohle dafür. How's things? Hirschbockfell perfekt. Das Fell eines Hirschbocks im perfekten Zustand kann verkauft werden und zur Herstellung von Gegenständen genutzt werden. Für die Herstellung Spenden. Now this I can work with. Für die Vorräte spenden. Very good. We were getting low. Ja. Den Rest kann ich eigentlich verkaufen, ne? Many thanks. Good job, Mr. Morgan. Ja, bitteschön, bitteschön. Nix zu danken. Hey, Arthur. What you want? Oh, man, you one sour son of a bitch, ain't you? Only when I see you. Only when I see you. So lustig. Arthur. Aber die sind ganz schön, droppen ganz schön schnell, weil vom Supply her, ey, holy shit. Schnell die auf immer low sind. Hatte der jetzt hier Kleinkaliber gehabt? Nee, ne? Mal gucken gehen. Gehen wir mal zum Büchsenmacher. Hätte der für Kleintiere Kaliber gehabt? Come on. So, das Pferd können wir auch mal ein bisschen ausrennen lassen, wa? Ein bisschen. Hier kann man hier Pferde. Okay. Hey, stop! Easy there. Hey now. Oh, whoa now. Settle down. That wasn't so bad, was it? Zeugelieferung. Ja. Auf das Ding. Kann ich doch verkaufen, oder? Look at what we snag. Dutchie's dog's body. I told you. Wo ist meine Waffe? Hallo, angesehen. Gut. Gut. Ja, schön, mal weiter. Neuer Tagebucheintrag. Wen juckt's? Und hier. So, das war's wieder mit dem Wildpferd. Danke, Spiel. Vielen, vielen Dank, dass du mir die Kohle geklaut hast. Go, go.
ganze Zeit drücken müssen. Wir haben da alles geklaut, wenn man stirbt, oder was? Trouble in Valentine late, and people are starting to talk about the curse again. Think you can bully your way through life? So, was haben wir denn hier so schön? Mein Text war weg. Okay, Express nochmal. Express. Ein Express. Auch Kleintierkaliber. Kann er ja nicht. Ich bin ein Loser. Bei dir gehe ich nie wieder einkaufen, ey. Du brauchst nicht Danke sagen, Arthur. Wenn ich mal Kleinkaliber Munition für Kleintiere. Soll ich umsonst hier retten, ey. Mann, Spiel, hör doch mal auf, hier mal die Sachen wegzumachen. Das ist doch mal drin, ey. Geh auf den Sack, ey. Die Sachen raus. Jedes Mal musst du wieder neu einstellen. Geht ihr genauso bei dem Spiel oder was? Ja, online ist es nicht so. Wenn du das einmal einstellst, bleibt es so. Weiß ich, warum das beim Singleplayer nicht so ist. Wie gesagt, online, wenn du es einmal einstellst, bleibt es halt drinnen, ne? Lauf. Den will ich nicht. There we go. Mich verarschen? Wo sind die hin? Nicht nur, dass das Spiel mich gerade einfach so tötet, ja, lässt auch noch hier die ganzen Tiere verschwinden, nee. Lauf, Arthur, sei nicht so langsam. Hitze? Maronenröhrling? Ist denn Jimmy auch so unruhig? What?
So, auf den Kopf geschlossen? Nee. Oder wahrscheinlich war von vornherein schon nur ein Stern, aber. Wollen wir den Kadaver hier lassen? Ich nehme den erstmal mit. Ne, das hat mich gerade echt das Leben hochgekostet, ne? Weil ich dann auch meine Waffen nicht mehr dabei hatte. Weil das Spiel das ja anscheinend hier ständig immer wegpackt. Warum auch immer. Wie das nicht speichert, ey. Im Waschbär oder so. Also. Einmal das Arschloch raufruppen. Und rinn in die Tasche. Come on, girl. Come on, girl. Können wir doch auch an die Seite ranhängen, oder? War da nicht irgendwas? Wie der das einfach so abzieht. Und rinn in die kleine Tasche, genau. So, nehmen wir auch noch mit hier. Ja, ist so gut. Beruhigtisch. Okay, girl. Alles wird gut. Warum schmeißt du eigentlich auf den Boden? Hm? Wir nehmen es doch eh mit. Arsch sieht ganz schön blutig aus. Moment. Fisch. That's it, girl. Ja, nimm mal ein bisschen, ne? Guck mal. Alright, girl. Besser. Der schießt bestimmt irgendwann mal auf mich, oder? Wenn ich nicht antworte. Sag mal, willst du nicht mal was anziehen? Die laufen ja alle so mit in ihrer Unterhose rum, ey. Jedes Mal, wenn ich hier ankomme, sehe ich irgendjemanden in seiner Unterhose oder in ihrer Unterhose. So. Just make sure it goes into the pot, not your pocket. Hmm.
Eichhörnchenkadaver. Okay, then. So, Fleisch verkaufe ich immer runter bis auf 2. Many thanks, Mr. Morgan. Sehr schön. Dann können wir uns ja nochmal hinlegen, oder? Oder wieder mit schlafen, sitzen. Bis in die Nacht, bis zum Mittag. Wie bis zum Mittag? Warum nicht bis zum Morgen? Und bis zur Nacht ist schon wieder morgen, oder was? Naja, nicht. Nur wo da hinten könnte jetzt langsam die Sonne aufgehen, oder? Aber ich würde sagen, es reicht für heute. Oder? Glaube ich ganz gut aus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge.